Fuckboy gegen Dilara. Macht einmal Lärm. Jetzt bin ich gespannt. Let's get it on, man, Dilara. Come on, let's go. Hey. Hi. Bin unterwegs mit den Brüdern, wir wollen doch nur ein bisschen von der Sonne. Fahr am Kuder mit ner Bitch, der Kopf ist gefickt und ich öffne ne Bardo. Jeder will Aufmerksamkeit, doch der Schmerz auf mein Herzen wiegt über ne Tonne. Kann ich entkommen, bete zu Gott, bitte übernimm Kontrolle. So, jetzt passend zum Thema mal Dilara versus Fuckboy oder was? Da sind wir doch schon direkt beim Thema, Alter. Let's get it on, man. Was geht ab, meine Freunde? Mein Name ist 4-7 und herzlich willkommen zu meinem neuen Format Big Difference. Vielen lieben Dank für die ganzen Big Difference hat er es genannt. Okay. Wir haben endlich unseren Namen gefunden und heute haben wir was ganz Besonderes für euch. Und zwar battelt heute Dilara gegen Fuckboy. Aber bevor das Video startet, geht alle nochmal auf den Like-Button, geht in die Kommentare, aktiviert die Glocke, abonniert den Channel und jetzt viel Spaß mit dem Video. So, wir haben hier die Dilara und sie möchte gerne einen Fuckboy battlen. Was ist da? Dilara, Digga. Oh shit, das wird lustig, glaube ich. Dissen mit Punchlines. Kannst du mir sagen, warum? Ja, alle meinen immer so, Dilara sind so voll schlimm. Aber ich glaube, Männer sind viel schlimmer. Und deswegen sind wir hier. Heute zeigen wir mal, dass die Männer noch schlimmer sind. Und ja, wir sind Macher. Macherinnen. Wir sind Macher. Macherinnen, Digga. Ist auch so traurig, ne, dass der ganze Name Dilara eigentlich in Schmutz gezogen wurde, Alter. Die Arme. Dilara. Die Armen. Rappen und Punchlines kicken. Hört man doch, oder? Wir sind sehr gespannt. Let's go. Wie soll man das jetzt gehört haben? Aber wohin? So, wir kommen jetzt zum nächsten Teilnehmer und das ist der Fuckboy. Hast du einen Mercedes? Auf jeden Fall, Bruder, ich sag mal so, das sieht man gleich im Video, ne? Da sind auf jeden Fall ein paar harte Punchlines und ja, seid einfach gespannt. Guckst du denn auf den Shisha-Bars rum? Bruder, was soll ich sagen, Janni? Das ist Standard, so. Also, wir sind immer in Shisha-Bars, Bruder, weißt du, was ich meine? Shisha-Bars 102 zu Hause, weißt du, was ich meine, Bruder? Okay. Ja, Mann. Hast du denn Punchlines als Fuckboy? Bruder, 100%. Also bleibt auf jeden Fall dran. Guckt bis zum Ende. Also dann könnt ihr auf jeden Fall auch entscheiden, wer der Gewinner ist, ne? Man merkt schon, dass es ein bisschen, also man merkt schon, wir wissen ja mittlerweile, dass das nicht alles safe, also dass nicht alles real ist, so, dass es schon ein bisschen gescriptet ist, so. Man merkt es schon so ein bisschen, wie er auf Krampf einen auf Fuckboy macht, so. Aber ich bin trotzdem gespannt. Wir sind alle gespannt. Let's go. Was geht ab, Leute? Mein Name ist 4-7. Wir sind hier bei Big Difference und wir sind immer noch in der Shisha-Bar Bless, Rheinstraße 72. Kommt alle vorbei, ihr seid alle herzlich eingeladen und kommen wir zum nächsten Battle. Ein Motherfucker-Battle, auf das ich mich sehr, sehr, sehr freue. Das ist einmal Fuckboy gegen Dilara. Macht einmal Lärm! Ich hab hart Bock auf dieses Battle. Dilara wird anfangen. Let's go. Okay, Alter, jetzt bin ich gespannt. Let's get it on, man, Dilara. Come on, let's go. Hey. Hi. Okay. Noch nie so gehört, Mensch, du, ja? Ist fresh. Die ist geil. Ey, wow, vor mir steht ein 1,80 Clown, der meinte, könnte Stamm halten. Besser lauf, denn meine Lines bringen Respekt wie Back. Pfeifen. Weißt du, was hier echt peinlich ist? Du hast so eine große Schnauze, doch nen echt kleinen Dick. Wart schon lange, dass ne Frau endlich macht, was du ihr sagst. Doch um Frau nett sein zu können, zupft die Augenbrauen nicht nach. Denn eine Frage hat die Kleine, dann geh mal beiseite. Warum sind deine Augenbrauen denn bloß dünner als meine? Ey, was hier groß und breit? Mach mir nicht auf Rocky 3, denn das Öl in deinem Bart sieht aus so wie Fotzenschleim. Okay. Denn ich leid, dieser Rapper wird missbraucht. Welcher Mann braucht ein Badezimmer länger als die Frau? Braune Haut wie Karamell und das Hage geht. Seine Insta-Bio, ein Löwe, der nicht mit Schafen schläft. Macht man nicht auf Lagerfeld, der nur noch das Bare zählt. Denn in schwarz, matten Arm, GGT, hast du vom Papas Geld. Jetzt macht er mir mit Macho-Gehabe auf Redstar. Redest du einfach um Hals hängen den Schlüssel. So über deine Mutter oder Schwester. Mach mir nicht auf Stecher, denn eine Sache muss ich noch erwähnen. Du schreibst 100 Frauen und 98 haben's nur gesehen.
gesagt, Bruder. Ist leider halt rap-technisch nicht so nice, Digi. Weißt du, wie ich meine? So? Auch sehr monoton gerappt, ohne Flow und so. Es sind halt keine Rapper, denke ich mal. Und die Lines waren auch nicht. Also ich sage, Schüler versus Lehrer hat auf jeden Fall schon so eine Messlatte dagelassen an Lines und an Performance auch so. An die ich auch festhalte. Und da muss man ganz klar sagen, dass das unter dieser Messlatte stattfindet. Auch das Letzte. Was war das Letzte noch? Kante versus Lauch fand ich zum Beispiel auch nicht so geil. Was sagt ihr, Chat? Wie fandet ihr ihren Part, ihren ersten? Aber die ist lustig irgendwie. Die ist halt die Lara, weißt du, was ich meine? Die ist voll die Lara, Digga. Stark, stark, stark. Oh mein Gott, let's go. So habe ich mir das Battle vorgestellt. Mach nochmal Lärm für erste Runde von der Dilara. Oh. In die Fresse, Punchlines in die Fresse. Kommen wir zu der ersten Runde von dem Fuckboy. Ich bin sehr gespannt. Let's go. Okay, ey. Ja, genau. Ey, okay. Ey. Ich glaube, der hat eine gute Stimme, sag ich dir ehrlich. Draußen wissen alle, ich bin ein richtiger OG. Sorry, du bist bei mir eingespeichert als die Lara Giblowy. Du beleidigst mich, aber ich weiß genau, du willst. Da sind diese Emotionen im Rap drin, das finde ich schon mal geil. Flirten. Stimme auch nice. Wir sind in der Shisha-Bar, nicht dass du anfängst zu twerken. Die Lara braucht ein AMG, dazu eine Nase Schnee. Sie trinkt gern ein Red Bull und hört dabei auch Haftbefehl. Echte Frauen gibt es draußen immer seltener. Wir sind in der Shisha-Bar und das hier ist mein Endgegner. Du bist halt ein Boss in der ganzen Shisha-Bar. 30 Euro Puff, nein, die Lara ist noch billiger. Der ist gut. Zahlen ausrechnen ist das beste Gefühl. Denn sie gibt das für ein Red Bull und ein Mc's Menü. Und die Lara hat ne Freundin namens Melek. Und diese Melek schreibt doch mit hunderttausenden Kennex. So läuft das um die Laras Welt. Augen auf das Fahrgestell. Guck auf den Mercedes Schlüssel. Ich weiß, dass dir das gefällt. Juhu, Digga, geil. Er ist gut, Digga. Er ist sehr gut. Kylie Jenner ist im Haus. Ich bin wirklich nicht parteiisch jetzt, weil ich ein Mann bin oder so. Ne, ich gönne der Frau eigentlich mehr von Haus aus so. Aber er hat halt viel krassere Lines. Er hat viel krassere Performance. Er hat viel krasseren Flow. Ist einfach krasser. Social Media Prinzessin mit 100 Fake-Accounts. Und das weißt du ganz genau. Ich nehme keine Rücksicht. Sie ist kein Taxifahrgast, doch sieht öfter mal den Rücksitz. Nice. Er war krass. Ganz, ganz stark. Mach einmal Lärm. Boah. Okay, die Lara 2.0, ich bin gespannt. Ey. Brrr. Ich habe mal in sein Insta geschaut. Fuckboys verwenden mehr Filter als Frauen. Und eine Sache wollte ich dir noch schildern. Die größten Opfer gucken böse auf den Bildern. Er bricht das Fußball ab, er bricht den Schul ab. Er hat einen Plan und denkt, dass er eine gute Zukunft hat. Er nimmt jetzt selber das Business in Kauf. Geht zu den Eltern hin und sagt, er macht eine Shisha-Bar auf. Steckt dein Kopf ins Sand, erkennt nicht den Weg ins Paradies. Aber zur nächsten Sonnenbank. Und wisst ihr, wo ihr so einen Verlierer seht? Jeden Freitagabend spät in der Spielothek. Die feuern halt nicht, die Lines knallen nicht. Die Lines knallen nicht so, weißt du? Sie klopft im Hintergrund, er macht. Justine fragt, ob das Freestyle ist. Nein, nein, ist nicht Freestyle. Die Sachen wurden auch vorher schon geschrieben, glaube ich. Snapchat-Story mit Kippe im Mund. Starke, arroganter Löwe ist seine Masche. Doch hat Gesichtscreme und Labello in der Tasche. Labello beste, Digga, ich schwöre. Blistex, Bruder, immer am Start. Und geht McFit, er kann nicht betrügen, weil die Bitch vorher fremd geht. Dann fragt er nach. Ah, da war cooler Flow, gab McFit, die Back, die Bitch. Und geht McFit, er kann nicht betrügen, weil die Bitch vorher fremd geht. Dann fragt er nach, wieso sie. Ich sag dir, die Lara, wenn du ihr ein bisschen mehr Self-Confidence, wenn die ein bisschen mehr rappen würde, wenn du ihr ein paar Bars schreiben würdest und ein bisschen mehr Self-Confidence verpassen würdest, dann hätte die auch einen geilen Flow, glaube ich, ehrlich. In sein Herz bricht, sie war der Einsatz bei dem Tipico-Tipp-Spiel. Aber was mit Fuck, was eigentlich passiert? Warum seid ihr dumm und habt nur Scheiße im Hirn? Die echten Männer sind von euch meistens verwirrt, denn so sieht einer aus, der seine Beine rasiert. Ja, wird besser, Digga. Ab in die Küche, seid noch Frauenrecht.
Stimme ist auch nicht gut, ja, Stimme ist nicht so geil. Hört sich ein bisschen verschnupft an, ne? Werd ich auf locker wie ein Loch zerschnippeln. Deine Ex meint, dass ich sie mit denen ihr besser als du ficke. Und übrigens, du bist alles andere als famous. Alle merken gerade, wer von uns hier fake ist. Mir egal, ob du die Schminke gerade hatest, denn du siehst selber aus wie eine Shisha-Bar-Playlist. Ja, ein bisschen Respekt alles, Alter. Ey, ist ein Mädel, weißt du, wie ich meine, so stellt sich gegen einen Mann, der so, das ist schon mal respektvoll auf jeden Fall so. Sie hat's versucht, sagen wir mal so. Aber seine erste Runde hat ihre beiden Runden auf jeden Fall schon auseinandergenommen. Das muss ich leider so sagen, so hart. Die Lara, ich küsse dein Herz, nicht persönlich nehmen. Oh mein Gott. Zweite Runde, die Lara hat alles auseinandergenommen. Let's go. Shisha-Bar-Playlist, Digga, let's go. Let's go. Der ist lustig. Ich finde TV7 auch einen lustigen Dude. Wir kommen jetzt zu der zweiten Runde. Die letzte Antwort von dem Fuckboy. Brudi, gib alles. Let's get it on, man. Okay, ey, check. Okay, sie sieht aus wie eine Türkin. Mit Bauchnabel-Piercing. Ich mach ihre Hose auf. Es riecht voll und nach Wirsing. Der hat halt doch die Flows, man merkt, der macht doch Songs 100%. Ich muss sagen, du bist ein schöner Mensch, doch ich hab dich gerade umgespeichert in Göttweren. Göttweren, Digga. Und der Shisha-Roch durchdringt deine Atemlungen. Seid doch ehrlich, du hast 1000 Euro kleiner Schulden. Wow, High Class, Fashion ist die Chaya. Vor den Eltern auf brav, aber freitags auf einer Feier. Ah, wen willst du hier stoppen? Guck in dein Gesicht, die Schminke sitzt doppelt. Würde für den Gott sterben. Nacktbilder schick sie nur auf Snapchat, weil sie da gelöscht werden. Erzähl doch bitte keine Scheiße am Telefon. Sag sie, Walla, ich bin nicht so eine. Ich find es gut, wenn die Frau mit den Kurven spielt. Aber was denn das für Nägel? Bist du etwa Wolverine? Ich komm den ganzen Tag solche Bars rappen, meine Nacht. Du bist auf irgendwelchen Parkplätzen. Ja, ich bin ein Fuckboy für dich, macht das keinen Sinn. Vielleicht denkst du, ich bin nämlich wie ein Kind. Du kannst mich ruhig dissen und ich finde es nicht immer schlimm. Deswegen solche Frauen wegen dir bin ich so, wie ich bin, ey. Der hat einen guten Flow. Der kann was machen, Bruder. Falls du das siehst, mach was. Mach Songs. Oh mein Gott. Starke zweite Runde von dem Fuckboy. Kommt da noch was? Mach noch mal Lärm für dieses krasse Battle. Einmal Lärm. Und die geben sich Respekt. Oh mein Gott, war das ein krasses Battle. Schreibt in die Kommentare, wer von den beiden gewonnen hat. Und wir sind raus. Raus it out, man. Also für mich hat auf jeden Fall der Fuckboy gewonnen. Respekt auch an die Lara so, aber der Fuckboy hat gewonnen.